1989 veröffentlichte eine kleine westdeutsche Firma mit dem Namen Software 2000 ein Computerspiel, in dem man als Fußballmanager die Geschicke eines Bundesliga-Vereins leitet. In dem Spiel mit dem Namen Bundesliga-Manager kümmert man sich um Dinge wie Training, Aufstellung oder Transfermarkt und versucht, seinen Verein von der dritten bis an die Spitze der ersten Liga zu führen. Um diese Mischung aus Sport- und Wirtschaftssimulation baute sich schnell eine große Fangemeinde auf, sodass Entwicklerstudio Kron Software, gegründet von den beiden Programmierern Werner Krahe und Jens Onnen, im Jahr 91 einen offiziellen Nachfolger, den Bundesliga Manager Professional, herausbrachte. Das Spiel wurde nicht nur grafisch komplett überarbeitet und mit für damals schicken Animationen versehen, sondern auch vom Inhalt her umfangreicher. So gab es mehr Mannschaften zur Auswahl, die Möglichkeit, Werbeverträge abschließen zu können, und nach jedem Spiel wurde ein Bericht in Form eines Zeitungsartikels mit Spielanalyse und Bewertungen für die einzelnen Spieler angezeigt. Dank der großen Beliebtheit und den hohen Verkaufszahlen von Bundesliga Manager Professional war ein weiterer Teil der Reihe nur noch eine Frage der Zeit. Beim Bundesliga Manager Hattrick, dem dritten Teil der Reihe, verließ sich Software 2000 zum einen größtenteils auf die Tugenden des Vorgängers. Zum anderen wurde aber auch auf die Meinung der mittlerweile großen Fangemeinde gehört, um ein noch packenderes Spielerlebnis bieten zu können. Heraus kam ein fast perfekter Fußballmanager, der die Fans begeisterte und auch Neulingen einen wunderbaren Einstieg in die Reihe bot. Der Bundesliga-Manager Hattrick erschien auf nur einer Diskette. Da fragt man sich doch, wie viel Inhalt kann schon in einer 1,4 Megabyte Diskette stecken? Die Antwort ist viel. Die drei dicken, dem Spiel beiliegenden Handbücher sprechen für sich. Sowohl Fans der Vorgänger als auch Neueinsteigern sollte das Spiel so zugänglich wie möglich gemacht werden. Deshalb dient das komplette erste Handbuch, welches alleine schon aus 37 Seiten besteht, als eine Art Tutorial, in dem schon mal eine Vielzahl an Funktionen und die grundlegenden Eigenschaften des Spiels Schritt für Schritt erklärt werden. Die anderen beiden Handbücher beschreiben auf weiteren 142 Seiten alle Funktionen des Programms bis ins kleinste Detail. Wer den Manager in vollem Umfang auskosten möchte, sollte sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, die Handbücher ausgiebig zu studieren. Zwingend notwendig ist dies aber nicht, denn wenn man dem Tutorial-Handbuch folgt, besitzt man anschließend genug Basiskenntnisse, um das Spiel in den grundlegenden Funktionen bedienen zu können. Vieles lernt man dann mit der Zeit von alleine dazu. Das Spiel lässt sich in sage und schreibe 10 verschiedenen Schwierigkeitsgraden und unzähligen Einstellungen den eigenen Ansprüchen anpassen. Möchte man sich als reiner Trainer nur um Aufstellung und Taktik kümmern, überlässt man einfach einen Großteil an Verwaltungsaufgaben der KI. Oder man beschäftigt sich mit Werbeverträgen, Stadionausbau und Statistiken und überlässt dem Computer die Aufgabe, sich um alles Sportliche zu kümmern. Ein Großteil von dem, was man als Spieler nicht übernehmen möchte, kann man der KI überlassen. Vermutlich wächst aber mit der Zeit das Bedürfnis ganz von alleine, sich um immer mehr Dinge selbst kümmern zu wollen. Und da entfaltet das Spiel sein ganzes Potenzial. Bundesliga Manager Hattrick bietet ein riesiges Spektrum an Optionen. Im Grunde alle möglichen Aufgaben, die auf einen Manager eines Fußballvereins so zukommen. Am Anfang gilt es, erst einmal ein paar grundlegende Einstellungen für seine Karriere vorzunehmen. Zu Beginn wählt man im Hauptmenü die Anzahl der Saisons, die man spielen möchte, ein Endlosspiel ist ebenfalls möglich, Schwierigkeitsgrad, Anzahl der Mitspieler und ob man außer seinem Verein auch die deutsche Nationalmannschaft leiten möchte. Alternativ kann man auch ganz ohne Verein nur als Trainer der Nationalmannschaft tätig sein. Man kann seine Karriere sowohl alleine als auch mit bis zu 3 Mitspielern an einem Rechner beschreiten. Im Mehrspielermodus managt dann jeder nacheinander einen Spieltag lang seinen Verein. Unter dem Punkt Modus lässt sich in 3 Stufen die Komplexität des Spiels einstellen. Während man sich auf Stufe 1 nur um das Wesentlichste rund um den Verein kümmert, hat man bei Stufe 3 Zugriff auf alle Bereiche und den vollen Umfang des Managers. Im anschließenden Bildschirm gibt man seinen Namen an und wählt den Verein, den man führen möchte. Hier steht einem in der Erstauflage des Spiels eine Auswahl von 120 Mannschaften aus 5 verschiedenen Ligen zur Verfügung. Anschließend wählt man noch die Liga aus, in der man starten möchte. Unabhängig davon, für welchen Verein man sich entscheidet, passt sich die Stärke des Teams der ausgewählten Startliga an. Wer eine komplette Managerkarriere mit seinen Hochs, Tiefs und allem, was dazugehört, erleben möchte, startet mit seiner Mannschaft in der unteren Tabellenhälfte der Oberliga und arbeitet sich Stück für Stück nach oben bis an die Spitze der Bundesliga. An seinem neuen Arbeitsplatz angekommen, zeigt sich einem der Hauptbildschirm mit zahlreichen Icons und Menüs. Ein Großteil davon sind Statistiken und Bilanzen, welche vor allem für Neuansteiger erstmal eher uninteressant sind, sich aber später mit der Zeit als immer nützlicher erweisen.
Das Hauptmenü lässt sich komplett den eigenen Vorstellungen anpassen. Was einen nicht interessiert, lässt man im Papierkopf verschwinden oder man zentriert für sich bestimmte wichtige Funktionen. Alle Felder lassen sich stufenlos verschieben und sogar überlappen. Nachdem man seinen Arbeitsplatz seinen Wünschen entsprechend gestaltet hat, kann man diesen auch abspeichern und bei einem neuen Spiel einfach laden, ohne die ganzen Icons wieder von vorne sortieren zu müssen. Viele weitere Anpassungen nimmt man unter den Einstellungen vor. Von der Ergebnisanzeige nach jedem Spiel bis hin zur Ballfarbe im Reality-Modus lässt sich so gut wie alles im Programm individuell festlegen. Wir empfehlen erstmal mit Hilfe des Handbuchs die Funktionen der einzelnen Hebel nachzuschlagen und auszuprobieren, bis man die für sich passenden Einstellungen gefunden hat. Hat man auch das soweit seinen Wünschen angepasst, kann es direkt losgehen. Es gilt nun, alle möglichen Tätigkeiten zu erledigen, die auf Vereinsmanager so zukommen. In einem Nachrichtenfenster, welches gelegentlich von alleine aufploppt, wird man regelmäßig über die wichtigsten aktuellen Ereignisse informiert. Manchmal besteht Handlungsbedarf, vieles dient aber nur zur Information. Das Hauptziel eines Fußballmanagers ist natürlich in erster Linie der sportliche Erfolg seines Vereins. Dabei müssen aber auch die Finanzen immer im Auge behalten werden. Unsere Aufgabe ist es also, in unserem Verein sowohl für sportlichen Ruhm als auch für finanzielle Stabilität zu sorgen. Dabei zeigt sich das Gameplay im Bundesliga-Manager Hattrick als außerordentlich realitätsnah und ausgewogen. Man hat ständig Entscheidungen zu treffen, Kompromisse einzugehen und langfristige Planung zu betreiben. Alles kostet und dafür muss das Geld irgendwie herangeschafft werden. Die beste Voraussetzung dafür sind erstmal sportliche Erfolge. Dies bedeutet dann bessere Werbeverträge, höherer Fanartikelverkauf und mehr Stadionbesucher etc. Durch die Einnahmen können dann zum Beispiel wiederum teurere und bessere Spieler unter Vertrag genommen werden, was dann zu noch mehr Erfolgen führt. Dabei spielt aber auch immer ein gewisser Zufallsfaktor eine Rolle. Verletzungen, Spielsperren oder einfach nur Pech in entscheidenden Spielen können auch eine Top-Mannschaft zurückwerfen. Ein guter Manager hat auch für solche Phasen einen Plan. Neben den finanziellen Aspekten übernimmt man bei Bedarf auch alle Aufgaben als Trainer. Es reicht nicht, nur gute Spieler zu haben. Auch Taktik und Aufstellung müssen vor jedem Spiel auf die Stärken und Schwächen des nächsten Gegners abgestimmt werden. Das Herzstück des Managers sind wohl die Partien selbst. Sofern vom Spieler gewünscht, lassen sich die Spiele live mitverfolgen. Ein Timer zeigt dabei die gespielten Minuten an und unterbricht, sobald ein wichtiges Ereignis im Spiel stattfindet, wie Torchance, Karte, Standard etc. Auch während des Spiels lassen sich Aufstellung und Taktik jederzeit verändern. So kann man zum Beispiel, falls ein sehr strenger Schiedsrichter die Partie pfeift, einen gelb vorbelasteten Spieler auswechseln, um keine rote Karte mit anschließender Sperre zu riskieren. Oder man schaltet komplett einen Gang zurück und lässt das Team eher vorsichtig antreten. Angriffe über das Zentrum verpuffen im Nichts, warum nicht mal über die Außen versuchen oder mit langen Bällen? Taktisch lässt sich auch während der Partie großen Einfluss nehmen. Nach dem Spiel kann man schauen, wie die Konkurrenz gespielt hat und wie das Spiel den eigenen Tabellenplatz beeinflusst hat. Kurze Blicke auf den Kalender und unter dem Punkt Ligaspiele verraten, wann und gegen wen die nächste Partie ansteht. Mehrere gleichzeitig laufende Wettbewerbe wie DFB-Pokal und Landesmeisterpokal können die Truppe stark belasten. Dann muss abgewogen werden, welche Spieler man einsetzt und welche man bei einem vielleicht etwas unwichtigeren Spiel zur Regeneration lieber draußen lässt. Oder vielleicht lässt sich der Spieltermin verschieben. Unter dem Punkt Verlegen kann man versuchen, den einen oder anderen Tag mehr zur Regeneration der Truppe herauszuholen. Oft lohnt sich auch ein Blick auf den Transfermarkt, ob ein geeigneter Spieler für eine Verbreiterung des Kaders sorgen könnte, vorausgesetzt man verfügt über die finanziellen Mittel. Vielleicht kann man sich durch Erhöhen der Eintrittspreise einen kleinen finanziellen Zuschuss generieren. Oder man verkauft seine zuvor erworbenen Aktien, sofern der Kurs gut steht. Die Möglichkeiten sind einfach extrem vielfältig. Wem das alles zu viel ist, überlässt bestimmte Bereiche, zum Beispiel Taktik, Aufstellung etc. komplett seinem Co-Trainer. Ein ganz besonderer Fokus im Spiel liegt, wie auch schon bei den Vorgängern, auf den Aufgaben als Trainer. Unter dem Menüpunkt Training kann man einstellen, auf was der Fokus beim Training liegen soll. Sind die Spieler schnell erschöpft, sollte man an der Kondition arbeiten. Führen Standards so gut wie nie zum Tor oder werden ständig Zweikämpfe verloren, sollte man den Trainingsfokus darauf legen. Zusätzlich kann man jeden einzelnen Spieler mit einem speziellen Training beauftragen, um zum Beispiel eine ganz bestimmte Eigenschaft wie Passspiel, Technik oder Schießen bei ihm zu verbessern. Natürlich kann man auch diesen Bereich mit einem Klick auf automatisch komplett seinem Co-Trainer überlassen.
Dreimal im Jahr ist auch der Besuch eines Trainingslagers möglich, was aber teils mit hohen Kosten verbunden ist. Außer dem Training sollte man natürlich auch für die richtige Taktik und Aufstellung vor jedem Spiel sorgen. Im Bundesliga-Manager Hattrick wurden diese Bereiche im Vergleich zu den Vorgängern ebenfalls um viele zusätzliche Funktionen erweitert. Im Taktikmenü kann man festlegen, wie offensiv oder defensiv die Mannschaft ins nächste Spiel gehen soll, wie viel Einsatz sie zeigen soll und ob mit Abseitsfalle, Pressing und so weiter gespielt wird. Im Menü Aufstellung kann man auf eine der vier Standardaufstellungen setzen oder man wählt eine eigene Formation. Eine Übersicht des Kaders zeigt die Spieler, deren Position, Spielstärke und jede Menge andere Informationen an. Um einen Spieler auf dem Feld zu positionieren, klickt man diesen an und verschiebt ihn an die Stelle, wo man ihn haben möchte. Zusätzlich lässt sich noch der Bereich auswählen, in dem er sich ungefähr bewegen soll. Dabei sollte man beachten, dass jeder Spieler eine Lieblingsposition hat. Je weiter man ihn von dieser entfernt spielen lässt, desto unwohler fühlt er sich, was Einfluss auf seine Leistung nimmt. Erkennen kann man die jeweilige Lieblingsposition an der Farbe des Mauszeigers. Sobald der Mauszeiger dunkelgrün erscheint, befindet sich der Spieler auf der für ihn perfekten Position. Wenn man jeden Spieler auf seine Lieblingsposition setzt, sieht man schnell, wo noch Schwachpunkte im Kader sind und kann dann auf dem Transfermarkt nach einem geeigneten Spieler Ausschau halten. Sobald man einen geeigneten Spieler gefunden hat, kann man ihm ein Angebot machen. Neben der Ablösesumme legt man noch das Monatsgehalt und eventuell besondere Konditionen fest, welche man bereit ist zu zahlen. Meist braucht der Spieler dann erst ein paar Wochen Bedenkzeit und wartet ab, ob noch bessere Angebote von anderen Vereinen kommen. Mit etwas Glück entscheidet sich der Spieler am Ende für unseren Verein und ist ab sofort im Kader einsetzbar. Sollte auf dem Transfermarkt nichts Brauchbares zu finden sein, kann man auch versuchen, einen Spieler aus einem anderen Verein abzuwerben. Man wäre kein guter Manager, wenn man nicht auch ständig die Finanzen des Vereins im Blick hat. Was bringen einem Titel, wenn man seinen Stars die Gehälter und Prämien nicht mehr auszahlen kann? Der finanzielle Ruin geht dann schnell auch mit dem Sportlichen einher. Denn wer will schon bei einem Verein spielen, dessen Stadion einer Müllkippe gleicht oder der in Schuldenbergen versinkt? Bundesliga-Manager Hattrick bietet zum Glück eine ganze Menge Möglichkeiten, sein Guthaben aufzustocken. Die Haupteinnahmequelle besteht vor allem aus Werbeverträgen und den Zuschauern, die regelmäßig bei Heimspielen das Stadion besuchen. Mit der Zeit lässt sich das Stadion auch vergrößern und im Komfort ausbauen, was wiederum, sofern auch die sportlichen Leistungen des Teams stimmen, für mehr Zuschauer sorgt. Aber nicht nur das Stadion allein lässt sich mit der Zeit ausbauen, sondern auch die Peripherie drumherum. So kann man zum Beispiel mit einem Kino, einer Bowlingbahn oder einem großen Parkplatz noch mehr Besucher anlocken. Der Bau solcher Konstruktionen kostet aber viel Geld, weswegen er sich nur mit einem gut gedeckten Konto oder einem ordentlichen Kredit bei der Bank bewerkstelligen lässt. Alternativ kann man auch ein paar zusätzliche Einnahmen durch Freundschaftsspiele machen. Letztere dienen außerdem gut zum Testen neuer Aufstellungen oder Taktiken. Ganz wichtig sind auch Werbeverträge. Es lassen sich Banden vermieten, Fernsehrechte verkaufen und man kann sich einen Hauptsponsor aufs Trikot drucken lassen. Zu Saisonbeginn bekommt man meist eine größere Auswahl an Angeboten. Dabei sieht man immer den monatlichen Betrag, den die Werbung einem einbringt und die Laufzeit des Vertrags. Je höher die Liga ist, in der man spielt, desto lukrativer sind dementsprechend die Angebote. Wer sich nicht allein auf Besucherzahlen und Werbung verlassen möchte, kann auch zusätzlich auf Aktien setzen oder man versucht sein Glück beim Toto spielen. Welche Wege man am Ende einschlägt, um sein Konto im Plus zu halten, muss jeder selbst entscheiden. Wer es genau machen möchte, nutzt zum Überblicken der Finanzen den Punkt Bilanz. Dort sind alle Einnahmen und Ausgaben übersichtlich aufgelistet und man kann sich zum Beispiel ausrechnen lassen, was für eine Mindestanzahl an Zuschauern bei welchen Ticketpreisen und den noch ausstehenden Heimspielen benötigt wird, um alle Kosten zu decken. Aus heutiger Sicht betrachtet versprüht der Bundesliga-Manager Hattrick Nostalgie pur. Der fette Röhrenfernseher der Sportschau mit monströsem Videorekorder, Zwei-Punkte-Regel, Ausländerregelung oder alleine schon Namen von Fußballerlegenden wie Matthäus, Möller oder Thon geben einem heute so viel 90er-Feeling wie kaum ein anderes Spiel aus der Zeit. Der Bundesliga-Manager Hattrick ist Retro pur und ein tolles Spiel für eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit des Fußballs. Aber auch für diejenigen, die mit den alten Spielern und Regeln nicht viel anfangen können, ist dank moderner Patches und Datenbanken, welche man heute immer noch zu dem Spiel finden kann, der Spielspaß in keinster Weise eingeschränkt.
Seit der Erstauflage gab es zum Bundesliga-Manager-Hattrick eine ganze Reihe Patches, die das Spiel teilweise stark veränderten. Die Erstauflage des Managers erschien in der Version 1.3. Mit dem ersten Patch auf die Version 1.39 wurden einige Fehler und Bugs ausgemerzt. Dies ist auch die Version, die wir für das Video gespielt haben. Zum Bundesliga-Manager-Hattrick gab es ein Add-on mit dem Namen Supporter. Dies fügt dem Grundspiel einen Editor hinzu und beinhaltet ein Handbuch voller Tipps und Tricks. In den Jahren 95 und 96 erschienen zwei weitere Auflagen des Hauptspiels auf CD. Diese trugen die Versionsnummern 2.0 und 2.24. Mit dem Bundesliga Manager X im Jahr 2001 endete die Serie, da dem Spiel die DFB-Lizenz fehlte und der Konkurrenzmanager Anstoß inzwischen die bessere Alternative geworden war. Von vielen wird der Bundesliga-Manager-Hattrick als die auch heute noch beste Fußballmanager-Simulation bezeichnet. In dem Spiel steckt so viel, dass es einen über Monate beschäftigen kann. Hier schließt man Werbeverträge ab, dort kauft man Immobilien, woanders wirft man einen Blick auf die Trainingseinheiten. Es gibt immer genug zu tun und ständig hat man an allen Ecken und Enden Möglichkeiten, seine Vereinsführung in den unterschiedlichsten Bereichen zu perfektionieren. Hinzu kommen unzählige Einstellungsmöglichkeiten, das Spiel konkret seinen Vorstellungen anzupassen. Die Spannung, wenn man nur noch wenige Minuten von einem Pokalsieg entfernt, Fingernägel kauend auf die Anzeigetafel starrt und hofft, dass die eigene Mannschaft auch noch die letzte Ecke des Gegners schadlos übersteht, ist kaum zu überbieten. Oder Momente, wenn man darüber benachrichtigt wird, dass der letzte Woche für viel Geld eingekaufte Starspieler mit einer Meniskusverletzung für den Rest der Saison ausfällt, lassen Emotionen hochkochen. Bundesliga-Manager-Hattrick bietet alles, was eine tolle Sport- und Wirtschaftssimulation ausmacht. Trotz seines Alters und der minimalistischen Grafik hat uns der Manager dank der tollen Spielbarkeit und Realitätsnähe einen Heidenspaß gemacht. Ohne Frage gehört der Bundesliga-Manager-Hattrick zu den größten Spielerhighlights des Jahres 94.